Ich möchte halt nicht irgendwie zu so einem Jumpcut-YouTuber werden, was auch immer. Man kann die Videos halt einfach nur ein bisschen ansehnlicher gestalten, wo man dann auch das Gefühl hat, die haben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wert, ne? Das sind halt einfach vielleicht solche Maps, wo man einfach sagen kann, yo, was heißt Maps? Ich habe das jetzt gelesen, Maps, und dann habe ich... Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Get Down. Jetzt habe ich auch versehen ein Screenshot gemacht, das war eigentlich nicht meine Absicht. Wir spielen heute ein bisschen Get Down. Die Lobby ist leider nicht voll, weil, ihr kennt das ja, ne? Es ist unter der Woche, die ganzen Kinder schlafen um 0.18 Uhr. Ich wäre einfach komplett durchgefallen, ne? Bei Get Down hätte ich es jetzt sowas von geschafft, aber... Leider Gottes, Leute, wisst ihr nicht. Ich meine bei hier. Wie heißen nochmal diese Jump... Fall-Down-Dinger oder irgendwie sowas. Das ist, das hätte ich dann aber auf jeden Fall geschafft. Aber so leider Gottes nicht. So, und zwar spielen wir heute einfach eine gemütliche Runde Get Down. Und ich wollte eben was Kleines ansprechen, was jetzt letztes Video von gestern, auf sich hat. Nämlich es geht darum, Videos zu cutten, Videos ein bisschen zusammenzuschneiden und so weiter. Ein paar Leute haben geschrieben, sie möchten nicht, dass ich so werde wie Logo und irgendwie meine Videos total zercutte und sowas. Und Leute, sowas habe ich nicht vor. Ich habe nicht vor, die Videos und die Facecams so stark einzubinden, wie das zum Beispiel ConCrafter oder Logo oder so machen. Das ist nicht mein Stil, das bin ich nicht und das möchte ich auch nicht. Und, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Scheiß Falle, ey. Die kann mir nix. Braucht ihr da echt keine Angst zu haben, dass ich da irgendwie viel zu viel cutte oder so. Es war von meiner Seite aus nur mal so ein kleiner Test, wie ihr darauf reagiert, wenn ich mal so ein klein bisschen was anders mache als sonst und einfach nur meine Videos so gestalte, dass ich... den Anfang halt wegschneide, wo ich sage 3, 2, 1, go und das Ende und mittendrin vielleicht mal einen kurzen Effekt oder sowas, dann einfach mal so ein bisschen mehr Arbeit reinstecke, dass es dann auch mal so ein bisschen abgeht. Natürlich kann man das nicht bei jedem Spielmodus machen, zum Beispiel finde ich, wäre jetzt dieser Spielmodus hier wieder eine bessere Variante zu schneiden, als zum Beispiel in einer Runde... Bad Wars oder... Obwohl bei Bad Wars klappt es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich wieder neu ausrüsten muss und sowas. Im Prinzip möchte ich ja nicht irgendwie meine Videos schneiden, damit ihr dann sagt, nee, 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 bitte nicht schneiden, bitte nicht schneiden. Im Prinzip möchte ich euch die langweiligen Szenen rausschneiden. Zum Beispiel wie, ich fall runter, ich muss mich neu ausrüsten und so weiter. Mit einem Cut habe ich mich einfach wieder ganz schnell ausgerüstet und dann geht es einfach ganz schnell weiter. Ohne, dass ihr da irgendwie genervt zusehen müsst, wie ich wieder... ewig rumhantiere und dann meine Ausrüstung wieder anziehe, ne? Also im Endeffekt ist es für mich nur sowas, wo ich dann sage, okay, ich möchte das ein bisschen für euch spannender gestalten, aber ich möchte nicht irgendwie, dass ihr das Gefühl habt, ich cutte so viel, dass das irgendwie cool aussieht mit irgendwelchen Jump Cuts oder so. Nee, das soll ja nicht cool aussehen. Es soll ja einfach nur den Zweck erfüllen und die langweiligen Szenen da so ein bisschen draus machen oder so ein paar Bearbeitungseffekte. Das heißt, obwohl man die auch machen kann, wenn man nicht cuttet, nur mal so angemerkt. Zum Beispiel ist, passiert jetzt irgendeine Fail-Szene oder so, dass man die ein bisschen hervorhebt mit Effekten oder was weiß ich. Aber der Typ, ich sehe da schon, dass der mich hier verfolgt. Ja, 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 ich muss abhauen. Tut mir leid. Aber ich möchte nicht geschlagen werden. So. Ja, also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ich möchte halt nicht irgendwie zu so einem Jumpcut-YouTuber werden, was auch immer. Man kann die Videos halt einfach nur ein bisschen ansehnlicher gestalten, wo man dann auch das Gefühl hat, die haben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wert, ne? Das sind halt einfach vielleicht solche... Maps, wo man einfach sagen kann, yo, was heißt Maps? Ich habe das jetzt gelesen, Maps, und dann habe ich, Alter, die Map ist neu. Nice. Okay. Also, ne, damit ihr das wisst, ich möchte nicht irgendwie so rüberkommen. Ich möchte einfach nur coole Videos produzieren,
die für euch nicht langweilig zum Zusehen sind. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo wir YouTuber oft dran... Es ist so, wenn du eine Fernsehserie guckst und du siehst, aha, irgendwie gibt es eine Steigerung und einen Höhepunkt und you know. Aber ihr müsst euch mal überlegen, das Ganze ist auch zusammengeschnitten. Jeder Film, jede Serie, alles ist zusammengeschnitten, da viel gedreht wird, aber die langweiligen Szenen zum Beispiel alle rauskommen, zumindest sehr, sehr viele davon. Und ich kann so Glück haben, dass ich da jetzt nicht gefallen bin. Ich frage mich sowieso, warum ich da jetzt nicht gefallen bin, aber ich habe jetzt nichts dagegen. Wird in der Filmszene auch generell sehr, sehr viel rausgenommen, was gedreht wurde. Und so müsst ihr euch das einfach bei uns auch vorstellen. Wir wollen nicht irgendwie spannende Inhalte wegschneiden, sondern wir wollen einfach nur langweilige Szenen oder irrelevante Szenen so ein bisschen wegmachen und dafür spannende Szenen eher so ein bisschen hervorheben und so weiter. Ich möchte nicht jedes Wort cutten, ne, dass ich immer bei jeder Atempause, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oder was weiß ich, dass ich dann sofort cutte. Das möchte ich nicht, weil... Keine Ahnung, also das ist halt nicht so meine Art von Videos. Es gibt bestimmt Leute, die sowas gerne machen, aber ich zum Beispiel bin da nicht so der Typ für. Und es ist halt auch mega Geschmackssache, ne? Andere Leute gucken sich das lieber an und es muss auch zum jeweiligen YouTuber passen und für mich einfach und für meine Art von Videos ist das nix. Und ich hoffe einfach, dass ihr das versteht. Dass ihr jetzt nicht irgendwie denkt, oh mein Gott, ich mutiere zum Logo 2.0. Obwohl ich auch mal sagen muss, dass sich Logo wirklich mega, mega, mega viel Mühe für seine Videos gibt. Und ich die Arbeit auf jeden Fall schätze, weil wenn man viel schneidet, dann sieht man das in den Videos, ne? Jeder kann sagen, es ist so aufwendig, ein Let's Play zu machen oder was weiß ich. Das ist es nicht, ne? Der Schnitt dahinter ist eigentlich somit das, was am längsten dauert. Aber wenn man jetzt, ich sag's euch ehrlich, wenn man jetzt so ein ganz normales Let's Play aufnimmt, wie wenn ich das jetzt mache, ohne dass ich richtig schneide, und die Runde klappt vielleicht sogar schon beim zweiten, dritten Mal, dann schneidet man vielleicht maximal 10 Minuten, weil man weiß meistens, was in der Folge passiert und somit, ja, also keine Ahnung. Es ist nicht mal so, dass ich sagen kann, das dauert lange oder es ist so anstrengend, wie alle behaupten. Ich meine natürlich, wenn man sich jetzt so viel Mühe gibt, wie zum Beispiel ein Concrafter oder so, dann kann ich das auch vollkommen nachvollziehen, dass die Leute sagen, es dauert lange, ein Video zu schneiden. Natürlich. Und da kann ich auch nicht irgendwie dagegen sprechen oder so. Es ist so. Und... ja, also, dann gehen wir mal auf Waffen. Was kaufen wir uns denn? Steinschwert, Leute. Wir kaufen uns ein Steinschwert. Auf jeden Fall jetzt schon mal 10 Level. Oh Gott, wie viel hat das? 140 Münzen, okay. Jetzt gucken wir uns das mal an. 1, 2. 1, 2, eine Hose. Und Lederschuhe vielleicht. Kann mir nicht mal Lederschuhe leisten, Leute. Ich kann mir nicht mehr Schuhe leisten. So, aber dafür, Leute, können wir uns verzaubern. Und verzaubern ist ja mal ein bisschen wichtiger. Stufe 1 hier. Da bekommt man meistens Schutz. Schutz 2. Okay, schusssicher, läuft bei uns. Schutz 1. Haltbarkeit, läuft bei uns. Schutz 1. Schutz 1. Weißt du? Und jetzt Schärfe. Schärfe. Ja, na gut. Das hat ja dann jetzt wenigstens mal funktioniert hier. Es gibt jetzt natürlich mega OP ausgerüstete Spieler. Ich meine zum Beispiel Easy, glaube ich, ist hier Platz 40 oder so generell in der Rangliste. Also der ist richtig, richtig gut. Deswegen gehe ich auch überhaupt nicht davon aus, dass wir in irgendeiner Weise eine Chance in dieser Runde haben. Aber vielleicht machen wir ein paar Kills und es soll als Informationsvideo für euch gelten, ne? Ich werde auf jeden Fall in Zukunft versuchen, auch viele, viele Sachen mehr mit anderen YouTubern zu machen. Es ist was geplant für Weihnachten und so weiter. Also ich habe schon vor, ich habe schon wirklich vor, Videos mit anderen zu machen. Weil wie ihr wisst, ich bin sehr, sehr gerne auch alleine in meinen Aufnahmen. Ich habe sehr, 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 sehr viel Videos, wo ich einfach nur alleine bin, über irgendwas talke oder so weiter und habe eigentlich gar nicht mal so viele Gäste. Das liegt halt auch einfach daran, dass ich gar nicht so viele Gäste brauche, für mich zumindest, aber ich möchte natürlich für euch nicht, dass es dann irgendwie heißt,
ja, du machst nie was mit Gästen oder sowas, finde ich doof. Und ja, das möchte ich halt auch nicht, GG. Aber ich würde sagen, wir nehmen diese Runde trotzdem. Normalerweise ist ja auch bei mir so, ich nehme Videos und spiele gute Gameplays im Gegensatz zu solchen, wo ich jetzt zum Beispiel gestorben wäre, würde ich im Normalfall nicht nehmen, aber es ist für euch ein Informationsvideo, wie ich zu der ganzen Sache stehe. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, war es das für heute. Lasst einfach eine positive Bewertung da, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar dazu schreiben, wie ihr das findet und welche Gäste ihr euch mal gerne wünscht, denn demnächst kommen YouTuber-Battles auf meinem Kanal. Vielleicht weiß es der eine oder andere schon, es gibt ja diese YouTuber-Battle-Serien, die Buddies veranstalten und da machen immer ganz, ganz viele YouTuber mit. Demnächst bin ich auch dabei, ich hoffe, ihr freut euch drauf, macht's gut und ciao.